Kunden für Suchläufer und Waffträger sind. Hallo, herzlich willkommen zu Pawn Attack. Ich bin heute da mit der Tara vom Tamtam Beauty Kanal. Und die Tara wird mich heute schminken und da bin ich schon ganz begeistert, weil ich nämlich absolut keine Ahnung habe, wie man ein schönes Make-up hinbekommt. Und die Tara ist da absolute Expertin und bin gespannt, was sie aus mir zaubern kann. Als erstes habe ich ein Wattepad genommen und ein bisschen Rosenwasser draufgegeben, damit wir diese Creme von ihrem Gesicht befreien können, beziehungsweise dieses Überschüssige, was noch da auf ihrem Gesicht war. Und dann habe ich einen Primer genommen und den auf die Wangen gegeben, damit wir ihre Poren ein bisschen verstecken können, die sie eigentlich gar nicht hat. Und dann haben wir noch ein Make-up genommen und das mit einem Beautyblender in tupfenden Bewegungen auf ihrem Gesicht verteilt. Ich habe ein mattes Make-up genommen, damit das hoffentlich den ganzen Tag hält. Und dann noch ein ganz, ganz kleines bisschen Concealer unter ihr Auge gegeben, da sie ja kaum Augenringe hat, also wirklich fast nichts. Und dann habe ich noch einen Highlighter gegeben in einem, so ein bisschen Dreieck, damit wir dieses typische Dreieck unter dem Auge eben highlighten können und habe das Ganze auch wieder mit dem Beauty Blender eingetupft und dann sette ich das Ganze mit einem transparenten Puder, damit der Concealer auch nicht in die Falten rutscht. Und den Concealer habe ich nochmal verwendet und zwar habe ich ihm noch das komplette Lid gegeben und habe das Ganze auch wieder gesettet, damit wir gleich den Lidschatten ohne Mühe und ohne Probleme verblenden können. Und ja, so sieht das Ergebnis erstmal aus. Jetzt haben wir ja die komplette Basis geschaffen. Und jetzt nehmen wir einen Bronzer und geben den auf die Stellen auf, die wir zurücksetzen möchten. Das hier ist Huda von Benefit. Er hat einen leichten Grauanteil. Es wäre natürlich besser, wenn er einen höheren Grauanteil hätte, aber er ist wirklich schon ganz nett. Und das geben wir natürlich auch unter die Wangenknochen auf, damit wir ja die Wangenknochen so ein bisschen noch hervorstechen lassen können. Und hier seht ihr, ist ihr Gesicht auf der einen Seite im Schatten. Und das, was im Schatten ist, wollen wir eigentlich konturieren, damit das Gesicht eben schmaler wirkt. Als nächstes konturiere ich noch ihre Nase, dafür nehme ich einen ganz schmalen Pinsel und wieder den Huda Bronzer und verblende das Ganze natürlich. Dafür nehme ich auch wieder einen großen Pinsel und ein bisschen Bronzer und verblende das Ganze noch auf den ganzen Stellen, die wir gerade konturiert haben. Dann nehme ich Wedge von MAC, das ist ein grau-brauner Lidschatten und vertiefe ihre Lidfalte mit einem Blenderpinsel und das Ganze verblende ich wieder mit einem fluffigen, sauberen Pinsel, auf dem gar kein Produkt drauf ist. Dann nehme ich noch einen hellen Lidschatten und gebe das auf ihr bewegliches Lid und dann nehme ich noch einen Pinsel und fege alles weg, was auf ihre Wangen gefallen sein könnte. Und dann nehme ich wieder Wedge von MAC und gebe das auch noch unter ihre Wasserlinie auf und dann nehme ich einen ganz präzisen Pinsel und verdichte ihren Wimpernkranz und erzeuge so ein bisschen einen Eyeliner, ohne dass er zu stark wirkt. Weil die Carla natürlich auch ein natürlicher Typ ist, der sich nicht so oft schminkt und ich wollte sie nicht überfordern mit einem harten schwarzen Lidschatten oder Eyeliner. Dann habe ich noch ihre Wimpern, ihre Augenbrauen natürlich ausgefüllt und habe ihr noch Highlighter auf ihre höchsten Stellen in ihrem Gesicht gegeben, also auf ihre Wangenknochen, auf ihre Nase und auf ihren Lippenherz. Und sie sieht ihr schon mal das Ergebnis. Sie hat sich noch die Wimpern getuscht, weil ich sollte das nicht machen. Ich habe da Angst, dass ich ihr Auge treffe. Und dann habe ich noch ihre Lippen ausgemalt und zwar habe ich einen schönen rosa-rotfarbenen Lip Liner genommen und einmal ihre Lippen umrandet und einmal komplett noch ausgefüllt. Und dann habe ich noch MAC Fix Plus genommen und das auf ihr Gesicht gegeben, damit das ganze Pudrige mit der Foundation eben verschmilzt und wir ein sauberes Finish haben. Zum Schluss wollten wir noch ihre Haare glätten, weil die Carla eben Löckchen hat. Die sind wirklich sehr süß, aber wir wollten einmal etwas ganz anderes und deswegen habe ich einfach das Glätteisen genommen und sie einmal komplett geglättet. Ihr habt gerade das Ergebnis von der Seite gesehen und ich finde, das sah wunderschön aus. Ich habe noch ein Trockenshampoo genommen und das ein bisschen in ihren Ansatz reinmassiert, damit wir etwas mehr Volumen haben und das ist auch schon das fertige Ergebnis. Also ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben, aber ich bin mit dem Ergebnis absolut begeistert. Ist ziemlich ungewohnt, dass sowohl das Make-up als auch die glatten Haare und ich hoffe, dass ich es vielleicht nochmal mit Taras Hilfe nochmal genauso hinbekomme und wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal so eine ganze Palette an Pinseln und Pudern und ich habe so viele Sachen gelernt, die ich vorher noch nie gehört habe. Das werde ich mir jetzt von ihr aufschreiben lassen und erstmal besorgen und dann hoffe ich, dass ich das genauso wieder hinkriege. Vielen Dank. Sehr gerne. Freut mich, dass dir das gefällt.
Also das war's für das Video heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen off-topic war. Ich hoffe, ihr probiert es auch mal aus. Die Anleitung ist, glaube ich, richtig gut, dass ihr es selber auch mal ausprobieren könnt. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss. Das heißt, sagst du tschüss. Sagst du nicht tschüss? Nein. Achso, ja. Okay.